20 Kilometer pro Stunde in Richtung R gleich 4 minus 3. Wann ist es im Punkt A1 minus 30, 61? Wann in A2 minus 26, 58? So, natürlich möchte ich auch eine Bewegungsdarstellung haben von diesem Boot. So, wie lautet denn jetzt hier die Bewegungsdarstellung? Wie sieht das aus? Müssen alle wissen? Ja, bitte. Minus also x gleich minus 34, 64 plus 4t mal... Stopp. Plus t mal, jetzt müssen wir machen... Wie heißt denn, sagen Sie mir nochmal die allgemeine Formel, x ist gleich p0... plus v durch Betrag für r mal t mal r. Jawohl, so sieht es aus. Jetzt haben wir plus t mal v durch Betrag r. Was ist Betrag r? Ja, bitte. Rechnung? Wurzel von 3 im Quadrat plus 4 im Quadrat ist Wurzel von 25 und 5. So, jetzt brauche ich V durch Betrag R. Was ist V durch Betrag R? Ja, bitte. 20 durch 5 plus 4. Und jetzt mal R. Und was ist R? Ja? 4 minus 2. So, und das können Sie jetzt noch zusammenfassen. Sie dürfen das hier natürlich so verwenden. Sie dürfen hieraus aber auch eine vernünftige Geradengleichung machen. Minus 34, 64 plus t mal. Und wie geht das jetzt weiter? T mal. Wenn Sie das hier alles zusammenfassen, hier hinten. T mal. Ja, bitte. 16 minus 2. 4 mal 4 ist 16, 4 mal minus 3 ist minus 12, das ist das hier. Und wir sehen viele Dinge. Erstens, die Länge von diesem Vektor, also wenn Sie die rechnen, der Betrag von 16 minus 12, der ist Wurzel aus 16 zum Quadrat, 256, plus minus 12 zum Quadrat, 144, das ist also Wurzel 400, das ist 20. Wo kommt die 20 her? Unsere Geschwindigkeit. Hat also gepasst. So, und das ist unsere Bewegungsdarstellung. Das heißt, wenn Sie hier t einsetzen, t in welcher Einheit? Kilometer pro Stunde. Nein, t hat keine Einheit. Ja. T in Stunden. Jawohl. Wenn Sie hier die Zeit in Stunden einsetzen, kriegen Sie die Position des Bootes zum gewissen Zeitpunkt raus. So, jetzt wollen wir wissen, wann ist es in minus 30, 61? Hinten bitte. Wir müssen unseren Punkt gleich jetzt mal geraden. Diktieren Sie. Minus 30, 61 ist gleich minus 34, 64 plus 10 mal 16 minus 12. Was ist das? Ja? Typ? Jawohl. So, das heißt, Sie müssen nur eine Gleichung rechnen und die andere muss automatisch stimmen. Wird sie aber auch. So, das heißt, das können Sie rechnen. Also machen Sie minus 30 gleich minus 34 plus 16t. So, das können Sie auflösen zu 16t gleich 4 oder t ist gleich 1 Viertel. Können Sie mir da einen Antwortsatz dazu sagen? Wenn Sie t gleich 1 Viertel hier unten einsetzen, kommen Sie auf genau das Gleiche übrigens. Können Sie mir da einen Antwortsatz hinten bitte sagen? Nach 15 Minuten oder mehr für eine Stunde. Ja, bitte mit ein Viertel. Ja. Befindet sich das Boot B2 am Punkt A1? Am Punkt, jawohl, A1. So, das heißt, Sie kriegen einen Wert T in Stunden raus. Und das Gleiche kriegen Sie für den A2 raus. Ja, das heißt, wenn Sie den A2 nehmen, Sie dürfen übrigens nicht den Punkt natürlich in die Gerade einsetzen, sondern müssen den Ortsvektor einsetzen. Aber ich muss die Welt ja nicht verstehen, also ich akzeptiere alles, muss bloß schön klingen. So, das ist also minus 34, 64 plus t mal 16, 12, minus 12. So, und was kriegen Sie dann raus, wenn Sie das rechnen? T gleich, ja bitte. Also nach einer halben Stunde sind Sie im Punkt A2. Und das heißt, Sie haben mit Hilfe dieser Bewegungsgleichung oder dieser Bewegungsgleichung die Aufgabe gerechnet. Sie können das natürlich, es geht auch anders,
Aber Sie sehen, auf die Art und Weise kommt man mit der Bewegungsgleichung wunderbar zurecht. Ist alles sofort fertig.